Also wir wurden nach diesen 4 Wochen in der Einzelhaft, oh Quatsch, nicht Einzelhaft, der Isolation, wurden wir dann verteilt. Dann hat einer gefragt, wer ist Nichtraucher? Gab es ein paar, weil es gibt 2 Nichtraucherzellen. Und wer ist über 50? Davon gibt es eine Zelle für Leute über 50. Und gut, dann wurde man da verteilt. Wir kamen in die Zelle und die Leute haben uns schon erwartet, weil die das natürlich schon wussten, dass Leute kommen. Und das Erste, was ich sah, war ein, wo kommt der her? Aus Lettland. Ja. Lettland ist auch exotisch. Oder? Okay. Was, warum war der dort? Auch in der Kuba. Ja, der hatte 4 Kilo Schabu. Und keine Todesstrafe? 16 Jahre. 16 Und den kannte ich ja schon aus Kropokan auch. Der hatte eigentlich nie Geld. Aber okay, der kam immer irgendwie durch, der war da. Hm. Und dann war da sonst noch ein Franzose. Mit dem hatte ich erstmal nicht viel zu tun. Also ich bin sowieso erstmal auf Safety Abstand. first, ja, genau. Und sonst gab es da eigentlich sonst noch einen Ausländer. Ah ja, noch ein Engländer. Den kannte ich auch aus Kropokan. Der war älter als ich. Der war auch wegen so einem Scam drin. Da hat wahrscheinlich eine Frau ihn reingelegt. Also Sexarbeiterin und dann der hat Schabu und Bullen kam. Also Kupu Ja. Kupu Malam. Ja, ich kenne die Worte dafür, genau, ja. Okay, um dann von der Polizei Prämie zu kriegen. Kann man so Ja, sagen? Ja, oder okay. vielleicht war sie was schuldig, was auch immer. Ja, okay. Wie sagst du das? Gut, also das waren dann 1, 2, 5 Ausländer. Der Rest Locals, also gemischt Balinesen und Ja, von Vanessa überall bestimmt. her. Ja. Und ja, die haben uns auch gleich verteilt. Und zwar ist das so, da gibt es auch so ein paar Parallelen zu dem Dostojewski, den du mir mitgebracht hattest. Also 150, 170 Jahre zurück in Russland. Aber es gab da so Überschneidungen. Dort hatten sie auch immer einen Helfer. Und Kein Faktor. nee, persönlichen Helfer. Ah, okay, Also ja. jeder, der ein bisschen Geld hat, hat dann in Bangli einen Assistenten. Und das heißt Von dann, den ja, Gefangenenassistenten. von den Leuten in der Was Zelle, macht er für dich? der macht im Grunde alles, was du willst. Also jetzt nicht so sklavenmäßig, sondern Ja. je nachdem, was du willst, der würde deine Klamotten waschen, aber der, den ich hatte, war da nicht gut für. Der organisiert das Essen. Also wenn du was kaufen willst, musst du dich nicht da anstellen, sondern er macht das und du kannst den Ausgang nutzen. Der Tisch dann auf, weil man isst dann zusammen. Das ist halt das, was er davon hat. Und macht da alles sauber wieder und bringt es zurück. Oder auch, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die du als Ausländer nicht blickst. Zum Beispiel. Naja, wie das funktioniert mit dem Telefonieren oder ja, wem man jetzt Wie die um was Hierarchien bitten sind, wie kann. die Hierarchien Ja, sind, ja. ja, verstehe, ja. Und du wirst ja da auch überhaupt nicht informiert. Es war ja auch so lustig, der KPLP hat am Anfang gesagt, haltet euch an die Regeln, Aber sonst wird was es sind die schwierig. Regeln? Genau, es gibt nämlich keine gelisteten Regeln. Und Ja. wenn du nach was fragst, dann ist es vermutlich doch eher verboten. Aber ja, um überhaupt erstmal so klar zu kommen, dort ist es halt so gut, wenn du Leute hast, die sich auskennen und die dir helfen und die dann auch so ein bisschen, ja, dir das Gefühl geben, sie stehen zu dir. Also Und psychische Unterstützung, kann man das auch so sagen? ja, Ja, okay. weil, also du fühlst dich da schon allein. Ich war ja jetzt mal abgesehen von der Zeit in Kropokan, war ja dieses Land trotzdem immer noch fremd für mich. Komplett. Und in Kropokan war ich ja auch irgendwie isoliert. Da
hatte ich mit manchen Locals zu tun, aber in dieser Zelle, da waren halt damals, weiß ich nicht mehr, so circa 25 Leute und davon 20 Locals. Und ja, es ist halt alles merkwürdig. Du weißt nicht, wie die Regeln sind, was wann passiert, und da ist es halt einfach gut. Und die nächste Parallele ist, bei Dostojewski hatten die Leute, die sich's leisten konnten, einen Samovar. Und wer es sich dort leisten konnte, konnte eine Thermoskanne kaufen, und die dann zweimal am Tag, oder ja, so circa zweimal am Tag, mit heißem Wasser füllen lassen. Das heißt also, einmal füllen, 5000 Rupia, das sind ungefähr 30 Cent. Aber das summiert sich halt. Ja, ne? Also auf einen Monat hochgerechnet und auf die Zahl der Leute, die das benutzen, da verdienen die echt viel Geld an Wasser, das sie nicht kaufen, weil ja, das ist Knastwasser. Ja. Und die machen es halt heiß, aber das ist ja alles bezahlt vom Staat. Das ist auch kein Trinkwasser eigentlich. Na doch, das, was die... Also Aqua aus den großen, wie du ja zum Beispiel stehen hast. Ja, ja, also das gefiltertes Wasser, das, ja, okay. das ist schon okay. Mhm. Und ja, also ich war da in dieser Großraumzelle, in dieser neuen, mit diesen ganzen fremden Leuten und fühlte mich da schon recht deplatziert. Mit der Zeit bekam ich ein bisschen mehr Kontakt zu den Franzosen. Und dann kam es dazu, dass sie wieder mal eine Corona-Impfung machen wollten. Das war, wann war das? 2022? Ich versucht habe, dich zu besuchen. Ja, ja, das war das gleiche Jahr. Ja, okay. Und ja, er hat gesagt, er lässt sich nicht impfen. Ich wurde gefragt, ich habe gesagt, ich bin in Kropotkin geimpft worden dreimal. Mhm. Damit war das okay, die haben das nicht nachgeprüft. Mhm. Und er und zwei Russen und ein Libyer, die kamen dann zusammen wieder in Isolation. Also erstmal mit der Begründung, die müssen wir isolieren, die sind ja nicht geschützt. Mhm. Aber das war natürlich eine Strafmaßnahme. Mhm. Er war da 4 Monate, zuletzt nur noch zu zweit. Und die konnten halt nicht raus, konnten nicht einkaufen und nicht telefonieren und all das nicht. Und was auch wieder zu dieser ungeschriebenen Regel gehört, wer in Isolationshaft ist, der darf nicht unterstützt werden. Und finanziell. Ja. Und er hat dann halt Briefchen schicken können, wenn er was brauchte. Und ich habe das dann gekauft und habe es dann von bestimmten Leuten reinbringen lassen. Und so hat sich dann da halt so eine Nähe entwickelt. Man kann sich verlassen. Und für mich war sowieso die ganze Zeit klar, erstens, ja, wenn ich es kann, warum nicht helfen? Und außerdem, ich könnte in der gleichen Situation sein. Ich wollte mich auch nicht impfen lassen. Nur bei mir haben sie halt das gefressen. Und als er dann rauskam, kam er in die Zelle und hat sich erstmal aufgeregt über die anderen. Weil er lebte schon 10 Jahre in Indonesien, der sprach die Sprache. Warum war er dort? Der hat hier gedealt. Der hatte, glaube ich, 25 Gramm Kokain. Und er hatte die gleiche Strafe wie ich, 10 Jahre. Ein Jahr später, als ich reingekommen, der war auch vorher in Kropotkin, da hatten wir nie Kontakt. Und ja, da aber dann, da sind wir uns eben dann näher gekommen. Ich war der Einzige im Grunde, der ihm geholfen hat. Und hat dann auch richtig gezeigt, wie scheiße er das fand, dass die anderen alle immer nur an sich denken. Und es hat ein bisschen gedauert. Ich lag dann noch auf diesem Podest mit anderen zusammen, Sardinen. Und irgendwann konnte ich von einem den Platz am Boden kaufen. Jetzt nicht ihm wegkaufen, sondern der war klar, der wird verlegt in einen anderen Block. Und dann habe ich diesen Platz bekommen. Und er hat auch was organisiert und wir lagen dann so
über die Ecke, im Grunde nebeneinander. Und das war im Grunde meine Rettung. Also wir hatten dann auch den gleichen Humor, wir haben da viel gelacht und wir konnten uns unterhalten über alles Mögliche, was auch nicht so einfach ist normalerweise. Auf Englisch? Ja, Englisch. Ja. Und ja, da kam viel zusammen, aber ich hatte selten jemanden getroffen, mit dem ich so einen Kontakt auch haben kann. Wurde es eine Freundschaft? Ja. Ja, kann man schon, würdest du so leben? Ja. Wichtig. Ja. Überlebenswichtig. Dort auf jeden Fall. Das ging ziemlich tief. Ich hatte auch einen Local, der ziemlich schnell entlassen wurde, auf den ich mich verlassen konnte. Zudem hat auch Hani öfter mal ein Paket geschickt. Und der ist dann gekommen nach Bangli und hat das gebracht. Das ist auch nicht sehr, also das ist sehr ungewöhnlich eigentlich, weil normalerweise kann man sich auf die Locals nicht verlassen. Aber der hat es gemacht, aber leider, nach einem Jahr war er wieder verhaftet. Der Local? Ja. Wegen Shabu? Nee. Der hatte auch 10 Jahre bekommen und wurde dann nach 7,5 Jahren entlassen. Der hatte wahrscheinlich 1 Kilo Marihuana. Okay. Aus Sumatra. Und das war das gleiche wieder. Diesmal waren es 4 Kilo und auch über 50 und pff, das hat. Naja. Also es war natürlich auch eine schockierende Nachricht und es fiel halt auch wieder einer weg, der verbündet war. Und ja, ich habe mich aber dann in der Zelle richtig wohl gefühlt. Das waren keine Jungspunde, die waren sowieso ein bisschen gedrosselt. Trotzdem haben die natürlich eine andere Mentalität. Aber mit dem Olivier zusammen, das ist der Franzose, konnten wir da auch immer für Ruhe sorgen. Ja. Und die haben dann auch immer, haben das auch eingesehen. Also es gab Leute, die haben jeden genervt und keiner hat was gesagt. Und wenn man dann was gesagt hat, dann waren sie alle froh. Ja. Also das ist auch so die Mentalität, die ertragen. Ja, genau. Ja, das. Also das war schon meine Rettung. Mit ihm habe ich dann auch angefangen, Tischtennis zu spielen, wenn wir Ausgang hatten, diese 2 Stunden da. Und am Anfang, ja, das habe ich ja ganz vergessen, am Anfang in dieser neuen Zelle, da war es so, man hat immer blockweise Ausgang. Und in einem anderen Raum, da war ein Local, der wollte unbedingt Deutsch lernen. Und er war richtig, richtig ambitioniert. Und dann habe ich mit ihm angefangen und dann hat er noch jemanden gefunden und der war auch gut. Und das hat mir natürlich erstmal einen Sinn gegeben. Eine Aufgabe gegeben. Und Halt. Ja. Und also du wirst halt gebraucht und es ist nicht so, dass die sich durchbringen, sondern die wollen das. Und für mich war es erstmal neu, aber ich habe mir das meiner Meinung nach auch ganz gut zurechtgedrückt, habe denen auch viel beigebracht. Aber dann fing es an, ja, es wurde einfach zu viel. Die wollten dann fast jeden Tag und irgendwann dachte ich, ja, ey, hallo, wo bleib ich? Ja. Und dann habe ich das erstmal reduziert auf 2 Tage und nur 1 Stunde jeweils. Und dann wurde der eine in den anderen Block verlegt, weil die rotieren das manchmal, so damit da nicht so viel Freundschaft entsteht. So viel Verbündung entsteht, ja. Und dadurch, dann fiel einer weg und der andere hat dann auch langsam aufgehört und ich dachte mir, ja, ey, sehr super. Wir sind da 24 Stunden fast, 22 Stunden in der Zelle, wo man sich nicht bewegen kann und wenn man raus kann, sitze ich dann mit denen und mache da Unterricht. Ist ja totaler Quatsch, ich muss mich bewegen. Ja. Und dann war ich auch erstmal froh, dass das ging. Und dann kam eben das Tischtennis spielen. Und später dann war es so, ich habe da aus der Untersuchungshaft immer noch so einen Defekt. Also da sind mir die Muskeln seitlich runtergerutscht. Das sieht man auch, wenn man darauf hingewiesen wird. Das ist so ein, steht da so. Erzähl mal, wie ist das passiert? Na, ich habe da lange nicht schlafen können. Ja.
Und dann war ich irgendwann so fertig, dann konnte ich schlafen und habe dann irgendwie so geschlafen. Ja. Und dann habe ich noch geträumt, wie ich jetzt ein Schiff rückwärts rein manövriere. Also ich habe das irgendwie so verarbeitet, weil ich konnte auf den Schmerz, was es wahrscheinlich war, gar nicht reagieren. Ich war so fertig. Und morgens, als ich aufwachte, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht, ich habe nichts gemacht. Ah! Und ich musste echt schreien. Ja. Durfte ich auch ins Krankenhaus. Und die haben ja nur festgestellt, da gibt es ein Problem mit den Muskeln, können wir nichts machen. Und ich hatte zwar in Kropokan einen Spiegel, aber damit habe ich ja nicht meinen Körper angeguckt. Aber ich wusste, da ist was nicht richtig, weil es gab auch einen Russen, den ich schon aus Kropokan kannte, der hat gut massiert. Der war richtig gut und hat halt auch versucht, da irgendwas zu helfen, aber der meinte auch irgendwann, nee, das geht nicht mit Massieren besser, das wird nicht besser. Und dann gab es noch einen anderen Russen, der war, weiß ich nicht, Anfang 30, aber richtig trainiert, alles super definiert und fit. Und der hat mir dann angeboten, wir könnten ja Muskelaufbautraining machen. Und das war auch richtig gut, weil man schlief ja da auf diesem scheiß Boden. Ich hatte zwar so eine Schaumstoffmatratze, aber die war dann wieder zu weich. Und mir tat eigentlich immer irgendwas weh. Und in Kropokan war das noch? Nee, das... In Bangi schon? Ja. Das ist alles in Bangi. Ja. Und also das mit dem Muskelding passiert in Bangi? Nee, das passierte schon in der Untersuchungshaft. Ja. Und in der ganzen Zeit in Kropokan hat sich keiner darum gekümmert und ich habe ja auch nichts mehr gemerkt. Das sieht man ja nur. Und dann eben in Bangli haben wir das in Angriff genommen. Und er war halt der Meinung, ey, ja, aber wir können da jetzt nicht Oberkörper trainieren und dann nichts. Also es muss schon der ganze Körper sein. Beine müssen auch stehen und alles. Never quit the legs. Ja, genau. Und dann hat er ein richtiges Programm geschrieben, an den Tagen Unterkörper. War für ihn auch eine Aufgabe. Ja, klar. Ja, absolut, verstehe ich total. Das hat ihm auch Spaß gemacht. Ja. Und dadurch habe ich eben auch Rückenmuskeln aufgebaut und all das. Und irgendwann war ich in der Zelle und habe diese Matratze weggeschmissen, weil ich ohne viel besser schlief. Ja. Und plötzlich war das überhaupt kein Problem mehr auf dem Boden. Ich habe mich wohlgefühlt. Und ja, gut, es lief eine ganze Weile, bis ich dann entlassen wurde, beziehungsweise, nee, er hatte eine Schlägerei. Der Russe. Ja, kam dann in Einzelhaft und dann war natürlich der Unterricht unterbrochen und alleine war ich dann auch nicht mehr so motiviert. Dein Personal Trainer war in Isolationshaft. Ja. Okay, das ist schon schräg, ja. Okay. Und dann, ja, 2 Monate später wurde ich dann auch entlassen. Und in den Hotelzimmern sind ja immer diese großen Spiegel und da habe ich mich gesehen, da habe ich das erste Mal wirklich nach 6 Jahren wahrgenommen, wie das aussieht und dass das ja echt krank aussieht. Mit deinem Arm meinst du? Ja. Also dieser Arm ist total schwach, weil er ist ja auch krumm, aber da ist halt normal alles. Und hier sind halt Knochen. Ja. Und früher konnte ich auch da richtig reingreifen, da war gar nichts. Jetzt hat sich da schon irgendwas gebildet. Aber das war mir vorher eben überhaupt gar nicht so bewusst. Wie war der Blick in so einen Ganzkörperspiegel nach 6 Jahren? Na, das war schon komisch. Ja? Das war schon komisch. Erstmal dachte ich, oh Scheiße, ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin gar nicht so alt. Aber jetzt sehe ich, dass ich zumindest wahrscheinlich altersgemäß aussehe. Ja. Und das war schon ein bisschen ein Schock für mich. Und wir waren ja in der Zelle sowieso immer oberkörperfrei und wenn man da sitzt und der Bauch sich wölbt, naja klar, sieht nicht so toll aus. Aber wenn man dann steht und dann wirklich alles sieht, es ist ja nicht nur der Bauch. Ja, das war schon erschreckend. Oder auch, als wir in dieser Isolationshaft in Bangli waren, diese 4 Wochen, da gab es auch kein Schneiden, kein Rasieren, nichts. Und ich kam da raus und da konnte ich halt in den Spiegel gucken. Aber halt kein Ganzkörperspiegel. Ja. Und da bin ich richtig erschrocken. Ich hatte plötzlich einen weißen Bart. Also früher habe ich immer so ein 3-Tage-Bart stehen lassen.
fand ich ganz okay, passt zu mir, gefällt mir besser als rasiert. Aber plötzlich ging das nicht mehr, weil dieser weiße Bart, der sah so alt aus. Hatte ich 20 Jahre älter gemacht. Ja. Ja, ja. Darum heute auch glatt rasiert. Fast. Ja, ja. Also öfter als sonst. Ja, ja, ja. Okay, der Russe war in der Isolationshaft, Trainingsplan wurde unterbrochen. Ja, ich habe mich dann so noch ein bisschen betätigt, aber ich war dann ja auch schon darauf fokussiert, entlassen zu werden. Und diese Entlassungsgeschichte oder diese Bewährungsgeschichte, das war echt zermürbend. Also ich hatte von anderen mitgefangen, aus anderen Blogs, hatte ich Adressen bekommen von Anwälten. Da hatte ich ein Gespräch mit einer und da war eigentlich auch völlig klar, das geht gar nicht. Die hat angefangen und meinte, sie hat von Mickey, das ist der Australier, der mir die Adresse gegeben hat, von dem hat sie 100 Millionen verlangt, aber sie muss jetzt nochmal 50 Millionen nachfragen. Das heißt also, 150 würde es mich kosten. 150 Millionen, das sind ungefähr 10.000 Euro. Dann habe ich von einem aus meiner Zelle, der war Polizist vorher, kam dann in den Knast. Luke? Ja, Balinese. Der hatte in der Verwandtschaft einen Anwalt. Da habe ich den kontaktiert. Da kam aber nicht der Verwandte, sondern die Kollegin. Und ich habe dann immer drauf gedrungen. Was ist denn jetzt zu zahlen? Ich muss das wissen, sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Naja, mit 100 Millionen müssen wir rechnen. Da habe ich gesagt, okay, das ist nicht schön, aber es geht sowieso auch gar nicht. Ja, dann hat sie noch ein bisschen rumgedruckst und für mich war eigentlich schon klar, vergessen. Und dann habe ich von einem, der Vater ist Amerikaner, lebt auf Hawaii, die Mutter ist Balinesin, also gemischt. Der lebte auch auf Bali eine Zeit lang. Von dem habe ich einen Kontakt bekommen, was dann letztendlich mein Anwalt war. Mit dem habe ich angefangen, der war auch ziemlich unsicher. Und fing dann erstmal an mit, was war denn das? Mit 1500 Dollar. Da habe ich mir gedacht, okay, das machen wir jetzt erstmal klar, da kommt sowieso was nach. Und beim nächsten Treffen hat er dann auch angefangen, naja, also 1500 ist sozusagen der Einstiegspreis. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie sich das zusammensetzt, noch den Preis dafür, dass man Guarantee macht. Und dann noch den Preis für das Durchziehen der Prozedur und dann kam er schon wieder auf 4.000 Euro. Aber ich war dann auch so weit, dass ich dachte, okay, ich muss hier raus, es ist einfach egal. Und ja, dann haben wir das angefangen und es lief auch alles ganz gut, er hat sich beeilt, hat Druck gemacht überall. Und dann war es so weit, dass nur noch von der Immigration und von Interpol die Dokumente fehlten. Und dann fing er plötzlich an, ja, also das kostet ja alles eigentlich nichts, aber Interpol, das ist keine indonesische Behörde, die wollen, ich weiß nicht mehr, wie viel die wollten, war gar nicht so extrem viel, aber einfach, es war klar, das stimmt gar nicht, das ist eine Lüge. Und ich habe das dann rausgezögert und habe das nicht bezahlt, aber das war so ein psychischer Druck, weil du sitzt da und hast jetzt so einen Lichtblick, es könnte klappen und du bist so wehrlos und da sitzt einer, der kann dir erzählen, was er will und du bist von ihm abhängig und klar wird das nicht hinschmeißen, aber wer weiß, was passiert. Also ein Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt sieht ja doch anders aus. Ja. Das muss man halt auch mal sagen. Also du weißt ja eigentlich, der Anwalt will dir eigentlich nicht wirklich Gutes, der will an dir verdienen. Ja, was ja auch legitim ist, aber ja, in der Art ist ja, einfach ja, absurd. Ja. Diese Preise, die du da aufschlagen ja, bei Ausländern. Irre. Ja, das ist verrückt. Und es gab ja in Bangi noch einige Sachen, die es eigentlich nicht gibt.
Und da fange ich vielleicht mal mit dem Einfachsten an. Ich war dann so gestresst mit der Aussicht rauszukommen, aber nicht sicher wie und wann. Und ja, ich habe es dann geschafft, dass ich eine Psychologin konsultieren konnte. Ist die im Knast, die Psychologin? Nee, die kommt einmal im Monat. Und es gab einen von den Bali 9, der auch in Bangli immer noch ist. Matthew? Nee, der ist in Kropokan. Der ist in Kropokan, ja. Wer ist in... Der heißt Scott. Scott, ja. Der hat auch lebenslänglich. Und der ist seit schon 6 Jahre in diesem furchtbaren Knast. Ich meine, wenn es in Kropokan ist, ist scheiße, aber dort, das ist... Wie ist der drauf? Der ist ziemlich sediert. Runtergefahren. Erträgt nur. Nee, ich meine sediert mit Tabletten. Nee, mit Psychopharmaka, ja. Weil der schon gebrochen ist. Ja. Ja, okay. Der ist mit einem Amerikaner zusammen in der Zelle, zu zweit nur. Also da gibt es halt manchmal, wenn du echt ein Problemfall bist, was er natürlich ist, gibt es halt Möglichkeiten, was anders zu machen. Und er wollte sich mal umbringen. Und dann haben sie diesen Amerikaner mit ihm zusammen in die Zelle. Der passt da ein bisschen auf und so weiter. Und die sind auch sportlich total fit. Also beide stämmig, aber total fit. In jeder Sportart, die man da machen kann. Und dann auch Krafttraining. Und ja, das hat mich immer gewundert. Eigentlich ist er sowas von depressiv, aber hat dann doch diese Kraft, das durchzuziehen. Der Sport. Ja. Mhm. Und also der von den Bali 9, dieser Amerikaner, und dann noch ein Local und ich, wir konnten diese Frau konsultieren. Und ja, das ist halt eigentlich gedacht, dass man da Unterstützung bekommt, aber das ist auch wieder so. Pseudo. Ja, man kann es nicht. Sie hat mir einmal angeboten, was heißt angeboten? Sie hat mir Papier organisiert, 3 weiße Blätter. Stift ging jetzt gerade nicht, aber da sollte ich meine Gedanken aufschreiben. Und dann in 4 Wochen könnte ich es ja vielleicht in der Klinik ausdrucken lassen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso ausdrucken, wenn es eh schon geschrieben ist, aber ja, ey, schreiben kann ich sowieso. Also ich habe sie dann halt bequatscht, wie es mir geht. Und dann fing sie an, naja, wir könnten da ja mal so ein Antidepressivum probieren, was ich eben so noch aufbaut und nach 4 Wochen vielleicht eine Wirkung hat. Aus dem Spiegel irgendwann, ja. Und das hat aber nichts geändert. Dann habe ich sie weiter bequatscht. Dann hat sie mir irgendwann Alprazolam verschrieben. Oh, okay. Und es läuft dann so, das Ganze bleibt in der Klinik und ein Tamping kommt dann jeden Tag. Was ist Tamping? Das ist ein Häftling, der Helfer ist. Ach, der, was du vorhin schon erzählt hast. Genau, Tamping, ja. Nee, das ist nicht von vorhin. Vorhin, das war Privatassistent. Ah, okay. Und das ist offiziell, der arbeitet dann, hat dadurch Vergünstigung. Ja. Und ja, der bringt dann die Tabletten täglich. Und dann habe ich gemerkt, ja, das lässt jetzt ein bisschen Luft raus. Der Druck ist ein bisschen weg. Aber... Also ich finde dieses Mittel sowieso nicht gut und es ist dann auch so, ja, du kriegst es jeden Tag, dann nimmst du es jeden Tag. Abhängigkeit von uns. Ja, wenn ich da jetzt eine Packung kriege und dann die nehmen kann, wenn ich es brauche, dann ist es anders. Aber wenn die sowieso jetzt nur kommt, dann nehme ich es, weil wer weiß, sonst ist es weg. Ja, und ja, es hat sich dann auch so entwickelt, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ja, ich brauche das jetzt. Schlafen war sowieso ein Problem da, weil du tust ja nichts. Und du powerst dich nicht aus, dann kannst du auch nicht schlafen. Ja. Also das muss man auch mal erwähnen, es brennt immer Licht. Ja. Es brennt immer Licht. Das stelle ich mir auch krass vor. Ja. Also das fand ich auch krass, aber irgendwann war es halt Normalität. Irgendwann gewöhnt man sich an alles. Ja. Es gab manchmal... Aber sehr selten Stromausfall. Da war es dann plötzlich stockdunkel, wenn es Nacht war. Und alle haben nur darauf gewartet, dass das Licht wieder angeht. Weil sie konnten nur nicht mehr schlafen.
Ja, und halt alles. Ne? Es war nichts zu sehen. Ja. Da fällt kein Licht rein, da ist gar nichts. Und das sind, also wir waren zwischen 22 und 27 Leute. Und du hast ja keinen Platz, dich zu bewegen. Da sitzt du halt da oder liegst oder was auch immer und wartest, dass du wieder was siehst. Du kannst vielleicht deine Zigaretten noch ertasten. Aber ja. Ja, und es ist Gewohnheit. Und konditioniert. Ja. Ja, Wahnsinn.